Ja, willkommen. Da bin ich wieder und es kann weitergehen mit Elden Ring. Wir haben jetzt ein paar Tage Pause gemacht. Ja, ich gebe es zu, schlimm von mir. Aber ich war in der Heimat die letzten Tage. Ich hatte nicht wirklich die Zeit, groß was aufzunehmen. Und ich sag's, es ist Vorproduktion. Lohnt sich in dem Stadium, in dem ich auf YouTube bin, noch nicht so wirklich. Deswegen, ja, aber. Hier ist die nächste Folge Elden Ring. Also, ihr musst ja nicht so lange warten. Mussten ja auch nicht so viele warten. Von daher ist das okay. Ich habe seit Tagen nicht gespielt, weil ich hier nicht da war. Ich weiß absolut nichts mehr. Ich habe das Gefühl, ich beginne jede Folge gleich, indem ich sage: Oh, ich weiß nicht, wo ich bin und ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. und wieder muss ich sagen: Ich weiß, wie ich hergekommen bin. Ich bin nämlich von hier so rübergegangen. Ich habe das letzte Mal eine kleine Erkundungsexpedition gemacht durch die Open World. Und ich glaube, ich habe hier angefangen und bin dann hier die Straße entlang, hier über die Brücke. Habe hier irgendwo einen NPC getroffen, der mir Kriegssachen, also Talente, verkauft. Und ich habe ein neues Talent mir auch geholt. Für ein Schwert. Der aufmerksame Zuschauer wird sich nur fragen. Ey, was für Schwert, Alter? Du hast doch mit Hellebarde gespielt. Du hast doch gesagt, das ist deine Lieblingswaffe. Was ist da los? Ja, ich habe schon wieder eine neue Waffe. Ich habe jede Folge eine neue Waffe. Ist das nicht schön? Ich dachte mir, hey, ich kann ruhig ein bisschen Cash ausgeben und auch mal ein paar andere Waffen ausprobieren. Denn ich will ja auch möglichst viele vom Spiel sehen. Ja, auch viel verschiedene Waffen ausprobieren und so. Und das ist dann da eskaliert, dass das Ritterschwert jetzt auf plus 8 ist. Vorher war die Hellebarde auf plus 5. Hellebarde ist, glaube ich, trotzdem stärker, weil sie etwas größer ist. Aber das Ritterschwert ist einfach schneller. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen schneller. Moveset ist auch ziemlich entspannt. Und vor allem können wir jetzt unsere neue Fähigkeit benutzen, nämlich die Sturmklinge. Zack! Ja, die Range ist nicht so übergroß, aber es macht gut Schaden. Wirklich erstaunlich guten Schaden. Von daher, ja, warum nicht? Und in dieser Folge werden wir mal dem Weg hier folgen. Denn ich bin gerade hier, warum nicht? Ich weiß eh nicht. Hier oben waren wir ja zuletzt beim Königreich hier. Und hier kam Boss. Hier kam dicker, fetter Boss. So ein Drache oder sowas. Nee, kein Drache. Es war eher so ein. Ich würde es ein riesiger. Keine Ahnung, ein Goblin oder so nennen. Wir werden ihn auf jeden Fall später vielleicht noch sehen, aber heute gehen wir erstmal in diesem Gebiet weiter, denn das ist das Seuchengebiet. Ja, wie hieß die Seuche noch gleich? Irgendein NPC hat mir davon berichtet. Und auch. Was mir NPCs noch berichtet haben, ist, dass irgendwo hier im Süden in einer Burg, ja, in einer der Festungen hier, irgendeiner von den Burgen, ein Fest stattfinden soll. Es sieht hier nicht sehr festlich aus, denn ja, hier ist alles tot und verseucht. Aber wo ein Fest ist, da wollen wir noch, lassen wir uns doch mal da. Das wollen wir nicht verpassen, auf jeden Fall. Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Und das sind auf jeden Fall die Typen, die haben wir schon mal gesehen. Das sind die diese ganz vielen Stacheln schießen. Gehen wir mal rein. War? Oh, haben die gerade beide getroffen? Oder hat einer so viel Schaden gemacht? Na komm. Ja. Jetzt können wir mal die Sturmklinge testen. Er ist ausgewichen. Auf vier auszuweichen. Seid ihr denn nur? Was mit euch? Da haben wir ein Leck. Das war ein dramatischer Leck. Der war richtig, richtig. Und es sind übrigens, es ist dasselbe Gegnertyp, nur sie schießen nicht. Ja. Wir nehmen mal kurz das Loch in der Wand. Okay. So, jetzt. Komm mal her. So. War doch gar nicht so schwer. Wärt ihr nicht fünfmal meiner Sturmklinge ausgewichen, wäre es auch wesentlich leichter gewesen, ja? Was sehen wir da unten? Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich sehe es auf jeden Fall. Und da ist
Irgendetwas. Oh ja, das ist, glaube ich, so ein Geisterkronleuchter. So einen habe ich. Also, warte, Moment, Moment. So einen habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich kann aber nicht sagen, was die Funktion davon ist. Okay, entweder ist das da unten. Sieht nicht aus wie Lava, dafür sieht es irgendwie zu wässrig aus. Aber es sieht auf jeden Fall sehr. Oh nein, bitte nicht lenken. Nein, 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 nein. Game, bitte behalte dich unter Kontrolle. Ein bisschen wässrig für Lava, aber es sieht auch sehr giftig aus. Also. Wir dippen mal kurz. Hier geht's noch. Mal kurz rein dippen. Ich weiß nicht, was es ist. Es könnte Blutseuche oder irgendwas Seuchenmäßiges sein. Okay. Ja. Wir haben den Kerzenleuchter. Ach so. Ja, ich weiß, was es macht. Jetzt können wir mal kurz. Kann ich Status mal sehen, was ich hier habe? Was das für ein Effekt ist? Weil ich weiß nicht, ob ich was dagegen machen kann, wenn ich nicht weiß, was es ist. Auf jeden Fall ist die Gestalt hier rübergelaufen. Wir werden mal gucken, ob wir da hinterherkommen. Denn am Ende, da wo die hinläuft, ist meistens irgendwas. Irgendwas Sinnvolles. Ja. Dachtest du wo? Gack. Gack, wie? Okay, hier läuft er. Wunderbar. Es ist einfach geil, weil es. Ups, das war der falsche. Wollte ich einnehmen. Was wollte ich gerade sagen? Ich keine Ahnung, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Es ist halt einfach geil, weil man eine Fernkampffähigkeit hat. Oh fuck. Oh nein. Schalafäule. Oh nein. Nein, 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 nein. Was passiert hier? Nee, 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 nee. Trink schnell. Nein, das war die falsche. Das ist ja gestern wieder nicht so gut gelaufen hier. Ja, also was soll ich dazu sagen? Plötzlich wurde der Matsch tiefer und ich konnte nicht mehr mich bewegen gut. Ich konnte nicht mehr springen gut. Damit habe ich nicht gerechnet. In diesem Spiel sollte man aber damit rechnen. Deswegen einfach war es einfach dumm von mir. Hier kurz noch ein paar Lecks. Lecker. Wir werden natürlich unsere Seelen zurückholen. Ich habe zwar das Gefühl, wir haben nicht so viel verloren, aber. Ja, doch. Ja. Wir wollen ja nichts einfach hier zurücklassen. Ich weiß nicht, was diese Lichtstrahlen beschworen hat. Da bin ich gerade etwas überfordert mit. Greift mich irgendwas an? Die Geräusche sind hier sehr ekelhaft, ein bisschen. Und es. Wir wissen jetzt übrigens, wie die Pest hier wieder hieß. Sie hieß Scharlachfäule. Okay, ja. Also, keine Pest so gesehen, aber. Ich meine, ja, Ähnlichkeit vorhanden. Bestimmt, schätze ich. Keine Ahnung. Ich war nicht dabei, okay. So, hier einmal hin. Jetzt ist die Frage, wir müssen mal kurz testen, ob ich die Scharlachfäule damit heilen kann. Nee, kann ich nicht. Und warum nimmt es zu? Nein, jetzt im Ernst, warum nimmt es zu? Ich stehe doch gar nicht mehr im Gebiet. Hallo? Hä, was soll denn das? Klar, jetzt habe ich Scharlachfäule, obwohl ich überhaupt nicht in dem Sumpf stehe. Ist das. Soll das so sein? Ist das irgendwie buggy oder? Okay, wir holen uns schnell unsere Seelen zurück. Und dann. Machen wir einen Ausflug Richtung. Schon wieder die falsche Potion genommen. Dann machen wir einen Ausflug zurück zum Lagerfeuer, denn. Ja, ich werde einfach sterben, so. Was soll ich machen? Ja, Hund lassen wir in Ruhe. Also, das ist jetzt strange, ja. Ich stand nicht mehr in der Pfütze und trotzdem habe ich hier Scharlachfäule abbekommen. Ich weiß nicht, ob. Das quasi, wenn man es einmal hat, breitet sich es immer weiter aus oder so, aber. Naja, keine Ahnung. Wir setzen uns erstmal hin. Und damit ist die Scharlachfäule geheilt. Waren übrigens nicht viele Seelen, falls sich jemand gefragt hat, ob es worth war. War es nicht. Jetzt.
stellt sich mir nur die Frage, soll ich dem Geist, der quasi aus dem Kerzenleuchter rausbeschworen wurde, oder wie man auch immer das nennen will, soll ich dem folgen oder nicht? Denn wenn ich wieder in den Sumpf gehe und direkt wieder für 10 Jahre Scharlachfäule habe, ist es nicht so gut. So, jetzt erstmal hier. Spürt man ein bisschen Feuer. Ja, und jetzt komme ich rein. Zack. Kriegt einen auf den Sack. Ja, nochmal rollen. Dodge. Ja, okay, da war der letzte Hit. Der Dreier-Kombo. Vollnis Hund, geh mal wieder weg. Ja, der gibt mir wirklich Vollnis. So, hier einmal reindrehen, einmal Beyblade rein. So, da springen wir drüber. Dachte ich mir schon, dass das eine Sache der Möglichkeit ist. So, war doch schon besser. Aber hier die Scharlachfäule geht auch zurück. Also, ich habe das Gefühl, vorhin ging sie auch zurück. Also, ich bin unschlüssig, ob das so sein sollte, dass ich weiter zugenommen habe. Habe ich eigentlich Schuhe an oder so? Ne, ich habe keine Schuhe an. Ja gut, dann stehe ich natürlich direkt in der Suppe. Ist natürlich shit. Naja, wir gehen, denke ich, erstmal den Hauptweg weiter. Zack. Ich wollte eigentlich den Hund treffen, ja. Für die, die sich gerade gefragt haben, ob das geplant war. Nein, ich wollte den Hund treffen, aber so nehme ich das auch hin. So, komm schon. Ja. Ups. Ich habe mein Pferd übrigens auf andere Tasten gelegt. Deswegen kann es öfters vorkommen, dass ich aus Versehen noch heilen drücke oder sowas. Obwohl heilen ja eigentlich... Nee, eigentlich liegt der Pferd hier unten. Aber irgendwie drücke ich trotzdem aus manchen Gründen heilen. Also ist egal, ist egal. Ich verkacke einfach nur immer die falschen Knöpfe zu drücken. Immer noch. Wir gucken mal in die Ruine hier rein, denn hier könnte ein Lagerfeuer oder so sein. Drei Gegner. So, ich glaube, wir gehen nicht direkt zu den drei Gegnern, weil wenn dann noch andere Gegner kommen, bin ich schon mal direkt geflaxt. Der eine ist sogar schon aufgestanden, der kommt vielleicht gleich rüber. Nee, setz sie wieder hin. Okay. Gehen wir mal von der Seite ran. Ruin des Wegpunkts von Kaelid. Oder Kaelid. Wie auch immer, wie man es nennen will. Das ist doch mal... Backstab-Möglichkeiten. Keine Ahnung, wo du herkommst. Aber ich möchte, dass du wieder gehst. Zack. Sturmklinge ist einfach nice. Das macht so viel Schaden wie normaler Angriff, glaube ich sogar. Ah ja. Sturmklinge. Sturmklinge. Ist auch ein bisschen cheap, muss ich sagen, aber dafür, dass ich sonst auch nicht mit viel Magie oder so spiele, was sowieso ziemlich OP sein soll, wie ich gehört habe, denke ich, ist okay. Ey. Jetzt reicht's aber. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Dieser Hund, oh, Marikas Pfahl ist in der Nähe. Dieser Hund hat mehr Schaden gemacht, also sollte. Also, naja, eigentlich nicht. Er hat genauso viel Schaden gemacht wie immer, aber er hat schneller angegriffen, als er sollte. Dreckiger. Na, scheinbar habe ich hier auch den Gegner gar nicht mitgekriegt. Da ist ein Hund. Den sehe ich. Den sehe ich. Zack. Okay, Hund ist down. Ich bin gar nicht da. Okay, das war ein bisschen dreist, muss ich schon zugeben. Bisschen. Ey, sag mal. Da habe ich jetzt schon eine Waffe mit mehr Attack Speed. Ich hab trotzdem von diesen Gegnern gesagt. Ey. Ohne Scheiß. Reicht jetzt aber hier. Meine Güte. Ihr seid nervige Gegner. Da fällt mir übrigens ein, ich weiß. Momentan, also nicht momentan, ich werde es auch in Zukunft noch wissen. Ich weiß, warum ich so viel Schaden nehme. Ich habe diese eine Rune hier, die meine Werte verstärkt.
Und schaut euch mal an, wie schlecht meine Werte sind, wenn ich diese Rune ablege. Ja, Arkanenergie um 3 weniger, Glaube um 3 weniger, Weisheit um 3 weniger und Geist auch um 3 weniger. Dafür nehme ich wahrscheinlich, keine Ahnung, doppelt so viel Schaden. Ist eigentlich dumm, da ich mir Schaden nehme. Aber ist gleichzeitig auch gut, weil ich habe ultra die krassen Werte dadurch. So wirklich ultra boosted. Ich habe übrigens auch einen neuen, ich habe den Schildkröten-Talisman. Der beschleunigt meine Ausdauerregeneration. Finde ich geil, finde ich geil. Gerade weil ich mit schweren Waffen ja kämpfe und dadurch mein Ausdauerverbrauch ziemlich schnell in die Höhe geht. Finde ich das ganz geil. Der Backstab. Saftig. Das ist jetzt natürlich. Ja. Ich habe gegen zwei oder einen schon vorhin verloren. Jetzt müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein. Ja, vorsichtig, habe ich gesagt. Ja. Einer ist weg. Das war knapp. Ich habe Schala volle. Ja. Gut. Immer noch peinlich. Die Hunde sollten eigentlich nicht das größte Problem sein. Sie greifen halt verdammt schnell an. Ja, läuft gut soweit, oder? Erste Folge Elden Ring seit 3 Tagen und ich krieg nur einen Sack. So muss es sein. Ich bin am falschen Ort gespawnt. Aber seien wir realistisch. Mit Schalafäule wäre ich eh gestorben. Also hätte es mir jetzt auch nichts gebracht. Frage ist nur, warum ich jetzt nicht an Marikas Pfahl wieder starten konnte. Das wundert mich ein bisschen, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich habe ich es einfach nur zu schnell weggeklickt oder sowas. Gut, dann gehen wir mal hier wieder hin. Ping! Okay, da patrouillieren die zwei. Da vorne sind meine Seelen. Gehen wir mal ganz vorsichtig hier ran. Ich weiß gar nicht, ob ich den Hund backstabben kann, aber will ich auch gar nicht. Ich will nicht beide treffen. Ja, so sieht es nämlich aus. Irgendjemand habe ich seine... Ist im Blut. Von irgendjemandem habe ich die Ausdauer gebrochen gerade. Oder die, keine Ahnung, was auch immer gebrochen. Aber ich weiß da nicht wen. Oh, hier. Da ist sie. Marikas Pfahl. Gut. Sturmklinge. Zugegeben. War nicht der schlauste Move. Immer noch nicht. Zack. Gut, die Reichweite ist ein bisschen höher, als ich das immer denke. Sollte ich mal im Kopf behalten. Du wirst jetzt gleich einen abkriegen, ey. Oh, von hier. Oder auch nicht. Okay, er ist wieder Meister der Verzögerung. Oh, schön. Rückgrat. So. Okay. Ekliger Boy. So, ja, 3 Hunde wieder. Nochmal Wind und Wind. Nochmal 1 Hund weniger. Auf ihn greifen wir auch nochmal an und diesen Hund. Diese Hunde machen wir so. Irgendwie, aus irgendeinem Grund hat der eine mehr Schaden genommen. Ich habe keine Ahnung warum. Okay. Kurz zurückweichen. Ja, ich weiß, ist halt absolut wild. Ja, drauf. Hund, lass mich in Ruhe. Gut. Ja, so ist fein. So kann das weitergehen. So, wo ist der andere Gegner? Lass mal die Scheiße hier. Ich könnte mich noch vergiften. Willst du das etwa? Also, ist ja unter aller Sau hier. Gibt's hier was? Kopf der großen Libelle, 5 Stück. Nice. Oh shit. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Zugegeben. Ich wollte eigentlich den Drachenkopf benutzen. Jetzt! Wer hat dich gefragt? Ist ja ehrlich, mischt sich einfach hier ein.
Auto-Aiming auch noch. Das ist schlecht, aber... Nehmen wir mal kurz hier. Nee, zurück. Ich bin schon ziemlich vergiftet. Wenn der andere Typ wieder so ein Auto-Aiming-Scheiß auf mich abschießt, sieht es gar nicht so gut für mich aus. Bin gar nicht hier. Nee, ich bin nicht hier. Könnte ja auch mal woanders lang gehen. Kann ich? Kann nicht. Okay, ich glaube, der ist eh schon angedamaged von daher. Nee, lass die stecken, die Kacke. Ui. Lebst du noch? Ich bin gleich vergiftet. Kurz mal das. Das war falsch. Kurz das. Gut. Funktioniert sogar. Heilung. Auch wichtig. Okay, so weit, so gut. Gegner machen mir vielleicht ein bisschen zu viel Schaden hier, aber... Ich werde auch nicht die Rune abstecken, die Gegner machen immer zu viel Schaden. So, warm. Ja, genau. Schön, nimmt schön Schaden. Euch ein bisschen auseinandertreiben. Sturmklinge, zack. Der lebt nicht wirklich noch. Und was machst du? Der Stich hat mich nur knapp verfehlt. Jump von oben. Ja. Hast du mich auch getroffen? Stagger. Herrlich. Wir haben unser Zeug zurück. Das heißt, hier sollte auch kein Gegner mehr sein, ehrlich gesagt. Vollnis Fett. Damit kann ich Vollnis auf meine Klinge machen. Das wird den Gegnern nicht gefallen. Obwohl es den Gegnern hier wahrscheinlich egal sein dürfte, denn die sind eh faul bis zum geht nicht mehr. Die sind durch und durch verfault. Nee, Bruder. Er ist so leicht schneller als meine Waffe. Das ist nervig. Komm. Ja, genau. Okay, das war nicht gewollt. Ich muss dich ja nur einmal eine kleine Combo reinhauen. Und dann geht das schon. Gut. Cool. Gab's jetzt hier irgendwas? Ich weiß nicht, da hinten ist auf jeden Fall noch ein Item. Der schlimmere Gegner ist der dumme Hund wahrscheinlich. Zack. Ach komm, der ist größer, oder? Da täusche ich mich da. Der ist so einer. Nee, Bruder, macht man nicht. So, jetzt guck mal hier. Zack, schön durch deinen Wanst. Oh. Asch hat geschmeckt. Gut. Ich habe inzwischen 12.000 Erfahrungen. Wer vorhin aufgepasst hat, weiß, dass ich vorhin nur 2.000 hatte. Das heißt, 12.000, die geben ganz gute Erfahrungen. Reicht noch lange nicht für Level-Up, aber hey, fast, bestimmt. Goldene Rune nehmen wir mit. Ja, da oben ist eine Burg. Ich werde aber weiter hier in die Richtung gehen, weil ich jetzt hier schon fast am Ende des Gebiets bin. Denn hier ist ja schon direkt ein Abhang und Wasser. Außerdem möchte ich gerne das nächste Leuchtfeuer noch finden. Ja, wir sind auch schon bei 24 Minuten, das heißt, wir werden jetzt noch kurz dahin gehen und gucken, ob es da noch was gibt. Ansonsten werden wir die Folge schon wieder beenden. Für mich fühlt sich so an, als hätten wir die Folge gerade erst gestartet, aber die Zeit verfliegt halt schnell in diesem Spiel. Gut. Hallo, Freunde. Und ein Hund. Kann nochmal knifflig werden hier. Mach mal von hier schon. Schon reinlaufen. Lass mal den Hund zur Seite. So, du schottest dich gerade ganz gut ab. Dann machen wir dich auch weg. Die nehmen leider... Okay. Tausch mal kurz Plätze. Meinetwegen. Nehmen leider nicht so viel Schaden durch das Feuer, wie ich das gerne hätte. Okay. Mach mal nicht. Ja. Okay.
einen Schlag und wir müssen schon wieder heilen. Haltet euch mal unter Kontrolle hier. Bleibt mal ganz entspannt. So, du bleibst auch entspannt. Leg dich erstmal schlafen. Der hat ein bisschen mehr Schaden durch das Feuer genommen, offenbar. Freut mich. Wieso Schrimps? Gerne die Schale abknacken und euer saftiges Innenleben aussaugen. Ist man so Schrimps? Nee, ich glaube eher, das klingt mehr nach Muscheln oder so. Schrimps kann man eher so im Ganzen essen, glaube ich. Bis auf Schale oder so. Ich weiß nicht, ich esse keine Schrimps. Ich esse allgemein nicht so wirklich Meerestiere. Ja, auch Fisch nicht so wirklich. Deswegen bin ich da kein Experte auf dem Gebiet. Also korrigiert mich, falls ich falsch liege. Aber die Schrimps, die man im Laden kaufen kann, braucht man nicht aufknacken. Ich glaube, echte Schrimps müsste man wahrscheinlich erst irgendwie aus von ihrer Schale oder was auch immer entfernen oder so. Ich meine, bei Hummern ist es, glaube ich, auch so ähnlich. Ja, wahrscheinlich blamier ich mich gerade übel und laber einfach nur ultra den Shit. Jedenfalls, wir haben den Ort der Gnade entdeckt. Die Gnade wird allzeit mit uns sein. Und damit, und fast 15.000 Seelen, würde ich es tatsächlich für diese Folge dabei belassen. Ihr bekommt noch irgendwas Leckeres hinten dran geschnitten. Ich kann es aber gerade nicht sagen. Vermutlich werdet ihr es im Folgentitel lesen. Denn ich habe die Folgentitelnummer alle gerade etwas überarbeitet. Und zwar habe ich meistens die Namen der Bosse noch mit reingepackt. Wenn manche Leute suchen ja explizit nach Bossfights. So, oh, wie hat hier und der den Boss gelegt und sowas. Wie kann man den Boss so machen? Und wäre natürlich wär natürlich nice, wenn dadurch auch ein paar Leute noch hier landen. Wenn sie explizit zum Beispiel nach dem Boss suchen. Und ja, Suchmaschinenoptimierung, denke ich, ist der passende Begriff dafür. Jedenfalls, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Es freut mich, dass Elden Ring ganz gut läuft. Also, ja, es läuft ganz okay. Ich stelle mich nicht super scheiße an, denke ich. Deswegen, ja, gerne beim nächsten Mal auch wieder einschalten und viel Spaß bei dem Clip. Es wird wahrscheinlich irgendein Boss sein. Kann aber noch nicht versprechen, was. Ihr werdet es lesen im Titel, eventuell. Wenn ich noch ein paar Clips auf Lager habe. Aber ich denke schon. Also, danke fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Reingehauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.